Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir sind letztes Mal hier, ja, gestartet mit dem guten Ezio Auditore. Und ich würde sagen, ja, wir haben hier die zweite Mission. Ah, das macht Spaß. Wir legen direkt los. Ach so, vielleicht noch kurz vorweg. Wenn was mit der Lautstärke jetzt doch nicht in Ordnung sein sollte, bitte gerne in die Kommentare damit. In meinem Schneiden hörte sich das vom Lautstärkeverhältnis, so wie ich es jetzt geschnitten habe, gut an. Aber das mag ja an manchen Kopfhörern anders wirken und deswegen sonst dann bitte mal Feedback geben. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die nächste Mission an. Achso, das geht jetzt hier ein bisschen anders. Jetzt gibt es hier einen Sprechenknopf. Das ist der obere. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Das ist auch anders gelöst hier. Wenn jemand eine Mission hat, gibt es immer dieses kurze Zwischenspiel und anschließend kriegt man hier auf die Art und Weise den Auftrag präsentiert. Und ich meine, das wäre auch ähnlich in den neueren Teilen. Der Auftrag heißt und der andere erst. Federico zum Doktor folgen. Machen wir. Wir folgen also jetzt Federico. Der pest jetzt hier so ein bisschen los. Okay. So, und das funktioniert auch schon wesentlich besser als noch bei Assassin's Creed 1. Da haben sich aber auch so manche beschwert, weil die Steuerung ist vereinfacht. Na, ganz klar, aber sie funktioniert auf die Art und Weise meiner Meinung nach besser. Als das zum Beispiel noch vorher der Fall war. Bentrovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Affottiti! Das war's auch schon und jetzt verschwindet hier. Grazie. Hier lang. Okay. Herrliche Nacht. Allerdings. Und der andere erst ist abgeschlossen. Sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. So. Achso, vielleicht als kurze Erklärung. Bei Assassin's Creed 1 konnte man immer sehr viel quatschen. Hier wird jetzt sehr viel storymäßig gequatscht, finde ich auch sehr gut. Ich möchte euch das aber so teilhaben lassen, dass ihr auch alles versteht und mitkriegt. Deswegen werde ich halt ein bisschen ruhiger sein, wenn solche Story-Momente wie jetzt gerade sind oder kommen. Sobald ich das mitkriege, werde ich den Mund halten, auch wenn ich gerade mit im Satz bin. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, und wie gesagt, von der Lautstärke her oder so, gebt gerne Feedback, damit ich das entsprechend anpassen kann. Das soll nicht so schwankhaft werden wie der erste Teil. Ich versuche das oder hoffe, dass das so besser funktioniert. Aber wie gesagt, im Probehören klang es gut und wenn jetzt nicht gerade jemand redet und ich dann quasi darüber quatsche und man kann dann weder mich verstehen noch das Spiel, das habe ich mitgekriegt, aber deswegen, ich werde sowieso versuchen, euch das Spiel so sehen zu lassen, wie es denn ist. Und da nicht irgendwie in die Story reinzuquatschen, denn das ist ja das, was das Spiel treibt. So, Geschwisterrivalität. Ein Rennen gegen Federico gewinnen. Akzeptieren wir natürlich. Dann auf drei. Eins. Uno. Due. Tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Oh Mist. Ja, das Rennen gewinnen, das ist gut. Das können wir jetzt schon vergessen, glaube ich. Aber knapp. Okay, das ist Desynchronisation. Da müssen wir schneller sein. Das war auch gerade einfach verkackt. Dann machen wir nochmal. Ja, Aussichtspunkte kennen wir ja schon. Das ist aber blöd. Der Kleine muss noch so viel lernen. Komm, du Schildkröte. So, da sind wir jetzt vorne. Das haben wir auf jeden Fall gewonnen. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab.
Ja, man wird auf jeden Fall schöner eingeführt, das merkt man auch vielleicht schon. Denn der gute Federico zeigt uns jetzt den Aussichtspunkt hier. Das heißt, man ist da nicht so auf sich selbst gestellt mit Texteinblendungen, wie das im ersten Teil da war, sondern hier ist das alles ein bisschen mehr story-driven. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 2. Ja, und damit starten wir jetzt so richtig durch. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. So, genau. Nachttrunk der schönen Christina Vespucci einen Überraschungsbesuch abstatten, werden wir tun. Aber vorher gibt es hier noch einen magischen Moment. Wir synchronisieren das erste Mal in Assassin's Creed 2. Und da geht's los. Ab die Post. Ja, das Synchronisieren hat sich nicht sehr viel verändert, wie man sieht. Die Steuerung ist auch eigentlich so ziemlich gleich geblieben für diejenigen, die es interessiert. So, das ist ein bisschen anders jetzt. Ich meine nämlich... genau, der Todessprung ist nämlich jetzt fixiert. Es kann nichts mehr schief gehen. Ich drücke gerade den Analogstick, es bewegt sich nichts. Wir sehen auch unten, wir sollen die Interagieren-Taste halten und danach die Sprungtaste halten und dabei das nach vorne bewegen. Aber es kann nicht mehr so viel schief gehen, wie es aussieht. Todessprung. Nö, das will er überhaupt gar nicht. Hallo? Hallo? Cazzo, okay. Vieri. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Ja, solche Zwischensequenzen hat man ja im ersten Teil eher weniger gehabt. Im Übrigen, das Runterspringen hat jetzt von der Art und Weise her exakt so funktioniert wie im ersten Teil. Aber ich konnte zumindest nicht runterfallen. Ich weiß nicht, ob das später im Spielverlauf auch noch so ist. Aber ich gehe eigentlich davon aus. So, aber unser Auftrag ist es, zur schönen Christina zu kommen. Und das werden wir jetzt mal versuchen. Ja, ich bin absolut vom Affen gebissen worden. Was denkst du denn? Dafür schwingen wir uns einmal beherzt hier auf dieses Dach hoch. Und ich glaube, hier irgendwo müssen wir hin. Ups. Aua. Okay, wo ist denn hier das Fenster von ihr? Muss ich da unten irgendwo hin? Ah ja. Da hätte ich jetzt noch länger probieren können, aber da müssen wir hin. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Ach, da geht's hoch. Ja gut, klar. Auch hier sieht man so ein bisschen durchs Alter kommende Schönheitsfehler. Aber allgemein finde ich, ist das Spiel hier besser gealtert als Assassin's Creed 1. Denn das sieht noch wesentlich schöner aus, finde ich. Ansprechend. Komm her. Oh, Ezio. So, das ist immer ganz nett. Ich habe jetzt nicht gedrückt. Aber man kann jetzt hier mal ein bisschen interagieren. Ja, auch da Clipping-Fehler sind normal. Das sollen wir drücken. Oh, Ezio. Ja, das ist ganz nett gemacht mit diesen Interaktionen zwischendurch. Und hier kann ich jetzt auch noch mal ein bisschen quatschen. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filio Duncane, was soll das?
Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache, Wache. Bringt mir seinen Kopf. Jetzt. So, jetzt dürfen wir das erste Mal den Wachen entkommen. Auch das hat sich geändert. Uah. Okay. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Ich weiß Sie jetzt auch nicht. Hilfe bei einigen Dingen. Ich weiß jetzt nicht, ob es hierbei so klug ist, sich aufs Dach zu begeben. Aber im Moment ist es noch unbewacht. Daher sollte es eigentlich ein ganz guter Plan sein, wenn wir hier uns irgendwo verstecken. Aber dafür müssen wir erstmal was zu verstecken. Ah, guck mal da. Kennen wir die Dinger nicht? So, anders wird das als in Assassin's Creed 1 wird das nun zum einen über den Köpfen angezeigt, ob sie uns gerade sehen oder verfolgen oder ähnliches. Zum anderen um die Karte herum. Da leuchtet es jetzt blau, bis es initialisiert ist. Dann müsste es eigentlich genau wieder grün sein, so wie jetzt. Und dann können wir uns zum nächsten Auftrag begeben. Auch hier gibt es wieder auf Select, glaube ich, ist es eine Karte. Die läuft, warum auch immer, ein bisschen ruckliger. Aber ihr kennt es ja, wir holen uns erstmal einen Aussichtspunkt, bevor wir zum nächsten Auftrag weitergehen. So, allgemein kann ich jetzt schon mal sagen, jetzt von dem, was ich bisher gemacht habe, wirkte die Steuerung auf jeden Fall wesentlich besser. Und da haben wir was zum Sammeln. Ah, Medizin. Was soll ich drücken? Plündern. Ah, cool. Haben wir auch direkt nochmal ein bisschen Geld gekriegt. Okay, dann würde ich sagen... Whoop. Nein. Okay, das war aber jetzt mein Problem. Das war kein Steuerungsproblem. Ich wollte nämlich eigentlich hier rüberlaufen. Dass wir hier an den Aussichtspunkt dort oben kommen. Ach, das ist auch direkt der... Oh, der Hohe da. Na gut, wir versuchen es mal. Ja, allgemein, wie gesagt, von der Steuerung her bin ich bislang begeistert. Hatte ich gar nicht mehr so viel anders im Kopf. Ich hatte eigentlich... Oh, das funktioniert auch wesentlich besser. Sorry, ich bin gerade echt begeistert. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass das Spiel sich ziemlich gleich steuern lässt. Aber wie ich feststelle, die Steuerung ist echt überarbeitet worden in dem Teil. Kommen wir da nicht hoch? Irgendwie muss man doch da hochkommen. Ah, oder muss ich da von dem Nebengebäude hoch? Na, hier muss ich hoch, ne? So geht es hier hoch. Oh. Okay, das war nicht klug. Naja, passiert. Oh. Ja, das haben die natürlich gesehen. Ja, anders als die anderen Wachen sind die, wie gesagt, man kriegt hier angezeigt, sehen die einen noch, haben die einen verloren aus dem Blick. Das ist schon mal angenehmer. Und es gibt auch noch andere Punkte, die da angenehmer sind. Wie gesagt, die Steuerung allgemein funktioniert wesentlich schöner, finde ich. Na gut, dann sind wir wieder hier. Ich glaube, hier waren wir eben auch. Ja. Nein. So. Dann machen wir doch erstmal die nächste Mission, weil da war das doch... Boah, das ruckelt aber hier ziemlich. Das kann aber eher an den Systemunterschieden liegen. Man darf ja nicht vergessen, das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter. 2008, wenn ich mich recht erinnere. Kann das hinkommen? Oder 2009? Steht unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall drin, wie alt es ist. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Was zum? Seid ihr von allen? Naja, machen wir mal die nächste Mission. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist.
Alles klar. Wir haben als nächste Aufgabe Laufbursche. Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de' Medici abgeben. Machen wir natürlich. Hätten jetzt auch ablehnen können, um andere Sachen noch zu erledigen, aber das machen wir. So. Der Gute befindet sich... Al magnifico Lorenzo de' Medici, mio protettore e amico. Ich tat wie verlangt und habe meine Untersuchung des Vorfalls in Mailand beendet. Ich kann bestätigen, dass es um weit mehr als nur Unzufriedenheit mit der Herrschaft von Duca Galeazzo Sforza geht. Ich glaube, dass andere Parteien, die nach weit größeren Gewinnen streben, die Dinge derart manipuliert haben, dass sie ihre Ziele erreichen, ohne sich selbst preiszugeben. Lampugnani, Olgiati und Visconti haben sich dieses Verbrechens schuldig gemacht, keine Frage. Und sie haben die passenden Partner für ihren Verrat gefunden. Aber viele andere adlige Familien sind unter Verdacht. Unter anderem auch unser Francesco de Pazzi. Ihr Ziel und ihr Motiv sind mir noch nicht klar. Aber erste Funde deuten einen Plan an, dessen Ausmaß euch sicher beunruhigen wird. Am besten führen wir dieses Gespräch unter vier Augen weiter, da ich zögere, meinen Verdacht aufzuschreiben. Antwortet mit einem Ort und einer Zeit. Ich werde euch dort treffen. Außerdem habe ich den Gonfaloniere befohlen, Francesco so lange festzuhalten, bis wir die Sache geklärt haben. Vertrauliche Grüße, euer Giovanni. Alles klar, da wollte ich jetzt nicht dazwischen reden. Denn eigentlich wollte ich das Ziel hier markieren. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ja, Schubsen gibt es hierbei auch. Das ist dabei Schubsen. Es gibt auch das leicht Stoßen, aber wir haben es ein bisschen eilig, also laufen wir jetzt einfach mal. Ja, warum auch immer der uns jetzt schon wieder in Verdacht hat und anguckt, das Shiny hier zu machen, sobald man läuft. Hat in ihrer Weisheit beschlossen, eine neue Steuer auf alle Exportwaren zu erheben, die von den großen Gilden ausgeführt werden. Ah ja, das ist auch neu, wenn ich mich da recht erinnere. Ein ganzes Leben. Wird es hier ein bisschen anders angegeben. Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz. Muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Wo geben wir das Ding denn ab? Betet für seine Genesung und für die Bestrafung. Was ich sagen wollte mit neu ist, dass die Zielperson immer markiert ist, aber das war gar nicht die Zielperson. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Naja, eigentlich schon. In vielen. Den kenne ich doch. Aber wo? Da! Auf ihn! Was? Jetzt habe ich auch wieder nicht verstanden, was ich getan habe, weil ich wollte eigentlich nur da vorbeigehen. Außer sonntags direkt am Priorat entgegengenommen. Das spart uns eine Menge Zeit. Okay. Na gut, dann laufen wir hier einmal durch. Aber der kommt dir bekannt vor. Und gucken mal, dass wir aufs Dach kommen. Aber irgendwo, da müsste doch unser Ziel sein, oder? Der kommt mir bekannt vor. Ja, also das scheinen dann altbekannte Probleme zu sein, die auch hierbei noch herrschen. Hoppala. Oh, ja, das war aber auch eher, dass ich ein bisschen gefehlt habe in der Steuerung. Ach, da steht er. Da habe ich ihn gesehen. Er war nämlich doch in dem Innenhof, in dem wir uns gerade befunden haben. Das machen wir auch auf jeden Fall noch, dass wir die Mission da abgeben. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal wieder gucken, dass wir hier wegkommen. Wegkommen. Hoch, bitte. Danke. Ja, wie wär's denn, wenn du... Boah, die schmeißt mit Steinen nach uns. Alter. Okay. Wo haben wir denn hier mal einen Dachgarten oder sowas? Da vorne. So. Ja, der stand auf jeden Fall gerade in der Gasse. Das heißt, und er wurde doch angezeigt. Also habe ich doch recht ganz ruhig. Zielpersonen werden einem immer angezeigt, indem sie weiß hervorgehoben sind. Anders als das noch beim ersten Teil der Fall war. Wo man immer auf die, ja, über die Karte gucken musste, dass man da hingelangt. Da unten steht er nämlich, der Gute.
Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir da hoffentlich runterkommen, ohne dass uns irgendwer da blöd anmacht. Dafür benutzen wir einfach mal hier die Leiter und sprechen mal mit ihm. Genau, da. Der wird nämlich weiß markiert. Eigentlich auch ziemlich gut sichtbar. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Alles klar. Dann kehren wir noch wieder zu Giovanni zurück. Wo kommt der denn her? Freunde! No. Okay, also irgendwie scheinen wir halt gesucht zu werden derzeit. Wahrscheinlich wegen der... Aber das ist dann wenigstens logisch erklärt, wenn es so ist. Weil der Typ da ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt hat. Das wurde ja mehr oder weniger gesagt. Also verstecken wir uns jetzt nochmal hier. So, ich weiß, dass da hinten irgendwo der Eingang sein müsste, wo wir... Ne, hier müssen wir... Ne, hier können wir nochmal was mitnehmen. Das machen wir auch mal gerade noch. So viel Zeit muss sein. So, haben wir noch ein bisschen mehr Geld. Ich würde gerne laufen. Okay, kann ich nur außerhalb des Raums? Ist dann wahrscheinlich auch neu. Da ist der Eingang, oder? Ja. Nee, doch. Da ist der Eingang. Schön weiterarbeiten. Bischero. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de... Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uber. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Alles klar. Damit haben wir die Aktion Laufbursche abgeschlossen und sind synchronisiert in dem Bereich. Und wir haben neue Aufgaben bei unserer Schwester und unserer Mutter freigeschaltet, welche wir uns allerdings dann erst im nächsten Part angucken werden. Ich plündere nochmal gerade hier das Ding aus. Ja, und es sind jetzt Kuriermissionen verfügbar im Kartenordner. Können wir uns die angucken. Alles klar, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese zweite Episode von Assassin's Creed gefallen und auch das Finale von Sam & Max. Am Samstag geht es mit GTA 5 weiter im Übrigen. An dem 19 Uhr Slot dann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei Assassin's Creed 2. Bis dahin, tschüss.